Also wir hatten unbeschränkte Felder und neben dem normalen Zugriff auf Array-Elemente konnten wir Elemente einfügen und löschen am Ende, ja, mit den Operationen Pushback und Popback. Wohlgemerkt, das sind die gleichen Operationen, die wir auch bei Listen unterstützen können, ne? So, wir hatten gesehen, wenn man das naiv macht, immer genau die richtige Speicherplatzmenge alloziert, dann kann man für eine Folge von n Operationen quadratisch viel Zeit brauchen. Das kommt offenbar nicht in Frage. Deshalb hatten wir eine Implementierung angegeben, die den allozierten Speicherplatz jeweils verdoppelt. Ja? Beziehungsweise, wenn man weniger als ein Viertel des Speicherplatz belegt, dann den allozierten Speicherplatz halbiert. Und die Intuition ist dabei jetzt die folgende: Wir haben Operationen, die meiste Zeit in konstanter Zeit laufen und gelegentlich sind sie sehr teuer. Und man hat irgendwie die Intuition, naja, aber da das selten passiert, ist das für die meisten Anwendungen so gut wie eine Implementierung, die immer in konstanter Zeit läuft. Und diesen Begriff wollen wir etwas konkretisieren. Da kann man tatsächlich auch eine formale Definition von angeben und das ist nützlich für eine Vielzahl von Datenstrukturen. Ja? Ich mache das jetzt erstmal an diesem einen Beispiel. Wir werden dann eine allgemeine Definition kennenlernen. Also sei jetzt U ein anfangs leeres unbounded Array und wir haben eine Operationenfolge Sigma mit Operationen Sigma 1 bis Sigma m. Und die Operationen, die uns hier interessieren, sind jetzt eigentlich nur Pushback und Popback, weil klar ist, dass die Zugriffsoperationen auf Elemente immer konstante Zeit brauchen. Ne? Und die Beobachtung, die wir machen werden, ist, dass diese Folge von Operationen insgesamt nur Zeit O von m braucht. Und die Sprechweise, die wir dann verwenden, ist, diese Operationen haben amortisiert konstante Zeit. Wobei amortisiert halt was mit dem zu tun hat, was man auch im normalen täglichen Leben mit Amortisation meint. Man macht Investitionen, die sich langfristig lohnen. Ja, damit hat das was zu tun. Über die Gesamtzeit gemittelt brauchen die Operationen immer nur konstante Zeit. Ja? Oder in diesem Fall jetzt formal, wir nehmen die Gesamtzeit, teilen durch die Anzahl Operationen und das ist eine Konstante. Und in diesem Sinne sind die Kosten konstant. Ja? Auch wenn Einzeloperationen mal länger dauern können, sind diese hohen Kosten, die da anfallen, sozusagen immer in Rückgriff auf vorher stattgefundene Operationen, die billig waren. Ja? Und diese Idee können wir auch für eine formale Analyse nutzen, mit der sogenannten Kontomethode. Oder man könnte das auch als eine Art Versicherung auffassen. Haben die folgende Idee. Wir haben diese Operationen, die sind meistens billig. Wir wissen aber, es könnte auch mal teuer werden. Deshalb führen wir sozusagen so eine Art Steuer- oder Versicherungsprämie ein, die jede Operation zahlen muss. Und da denken wir uns jetzt unsere eigene Währung aus, das sind die Tokens. Habe ich hier so kleine Kreise gemalt, können Sie sich vorstellen, wie so kleine Plastikchips oder Münzen. Natürlich nur rein gedanklich. Ja? Und immer wenn wir eine Operation aufrufen, müssen wir nicht nur die tatsächlichen Kosten zahlen, sondern auch diese Versicherungsprämie. Und wir einigen uns jetzt darauf, dass wir bei einem Pushback eine Versicherungsprämie von 2 Tokens zahlen und bei einem Popback eine Versicherungsprämie von 1 Token. Was haben wir davon, wenn dann irgendwo dieses Reallocate aufgerufen wird? Das war hier beim Pushback zum Beispiel, wenn die Größe überläuft. Okay, und das ist der Aufruf, der teuer ist. Dann
dürfen wir von dem Konto abheben. Ja? Und die Tokens, die auf dem Konto stehen, bezahlen sozusagen für unsere Reallocate-Operation. Und wir sagen jetzt einfach, wenn wir so ein Reallocate 2n machen, dann, wenn Sie sich das richtig angucken, in dem Moment sind immer nur n Elemente in dem Array drin. Und wir sagen, wir dürfen sozusagen für jedes dieser Elemente einen Token abheben. Und das ist wichtig, weil das Token bezahlt dann sozusagen für diese Umkopierkosten für dieses Element. Also für jedes Element können wir dann ein Token verwenden, um die Umkopierkosten zu bezahlen. Und das kann man sich dann überlegen. Das ist dann halt gerade so, dass ich dann für das Reallocate in meiner amortisierten Analyse gar nicht bezahlen muss, weil ich das sozusagen im Vorgriff schon durch die Versicherungsprämien gemacht habe. Und daraus folgt dann, dass meine Gesamtkosten die behaupteten Eigenschaften haben, dass ich also amortisiert konstante Zeit brauche. Ja? Wir werden im Laufe der Vorlesung auch noch also wir müssen jetzt natürlich beweisen, dass das passiert. Im Endeffekt müssen wir beweisen, dass beim Aufruf von Reallocate wir niemals unser Konto überziehen. Das ist im Prinzip jetzt ein induktiver Beweis. Am Anfang gilt das. Also am Anfang allozieren wir ein leeres Array. Allozieren wir ein Array, das Platz hat für ein Objekt, in dem aber nichts drin ist. Und das Reallocate wird das erste Mal aufgerufen bei dem zweiten Pushback. Oder frühestens. Wir könnten natürlich ein Pushback, ein Popback und hin und her haben, aber wenn dann das erste überzählige Pushback kommt, wird das Reallocate das erste Mal aufgerufen. Dann muss ich ein Element kopieren, habe aber bereits 4 Token auf dem Konto angesammelt. Also das ist gar kein Problem. Spannender sind jetzt die Induktionsschritte. Dann machen wir jetzt eine Fallunterscheidung. Wenn die Größe des Arrays raufgeht, und ich gucke mir jetzt immer die Phase zwischen 2 Aufrufen von dem Reallocate an. Ja? Wenn die raufgeht, heißt das, es gab irgendwann so einen Aufruf Reallocate 2n. Danach waren in dem Array noch n Elemente. Ich habe aber Platz 2n. Das heißt, damit das nächste Mal überläuft, müssen mindestens n Pushback-Befehle kommen. Der Worst Case ist, dass wirklich nur diese Pushbacks kommen, keine Popbacks, weil dann würde es einfach ohne weitere Kosten irgendwo doch hin und her laufen. Ne? Und dann habe ich n mal 2 Tokens eingezahlt, also insgesamt 4n Tokens. Jetzt mache ich ein Reallocate 4n und nach meiner Regel brauche ich dafür 2n Token. Passt also genau. Und falls er vorher zwischendurch hin und her wackelt in der Größe, habe ich sogar noch mehr Tokens auf dem Konto. Oder es könnte sein, dass das die Größe runtergeht. Dann habe ich also irgendwo einen Reallocate 2n aufgerufen und nach einer bestimmten Anzahl Operationen kommt ein Reallocate n. Damit das hier passiert, das hier wird ja aufgerufen, wenn ich nur noch n halbe Dinger drin habe. Und ich hatte hier mindestens n drin. Das heißt, es müssen mindestens n halbe Popbacks passieren. Und jedes davon hat ja einen Token eingezahlt. Und das reicht dann, um die n halbe Elemente zu kopieren, die an dieser Stelle noch vorhanden sind. Und wieder kann es sein, dass zwischendurch noch andere Operationen stattfinden, aber die können ja nur zusätzliche Tokens auf das Konto spülen. Ja? Gibt es dazu Fragen? Ja? Ja. 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 Gut, also die Frage ist, wie kommt man darauf, dass das bei Pushback 2 Token sind?
Also Sie müssen natürlich Ihre Definitionen so machen, dass hinterher die Analyse funktioniert. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Da muss man halt die Definitionen und die Analyse ein bisschen aufeinander abstimmen. Man hätte natürlich jetzt sagen können, man zahlt nur ein Token ein und dann müsste man aber irgendwie bei der Analyse ein bisschen geiziger sein und sagen, wir definieren jetzt das ein Token für das Umkopieren. Ihre Definitionen völlig unabhängig voneinander machen und dann so eine Analyse ansetzen. Also da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein. Weitere Fragen dazu? Okay. So, jetzt war das natürlich noch keine allgemeine Definition dessen, was amortisierte Analyse heißt. Die möchte ich Ihnen hier kurz vorführen. Und wir werden halt im Laufe der Vorlesung noch weitere Beispiele sehen. Also allgemein gibt es eine Menge von Operationen. In diesem Fall haben wir zwei, Pushback und Popback. Wir haben Zustände einer Datenstruktur. Und wir haben jetzt zwei verschiedene Arten von Kosten, nämlich einerseits amortisierte Kosten und andererseits tatsächliche Kosten. Und die hängen jeweils ab von der konkreten Operation, die man durchführt, und dem Zustand der Datenstruktur. Und das sind jetzt eben, und wir haben jetzt eine Folge von Operationen, die so aussieht, wir haben einen Ausgangszustand der Datenstruktur, das ist meistens der, den ich nach der Initialisierung der Datenstruktur habe, also wenn ich zum Beispiel ein leeres unbounded Array konstruiere und dann wird Operation 1 ausgeführt, erzeugt einen neuen Zustand S1, darauf Operation 2 und so weiter. Ja. Manchmal wird man auch von dem Zustand abstrahieren. Zum Beispiel bei unserem unbounded Array interessiert uns der Inhalt des Arrays ja überhaupt nicht, sondern eigentlich nur dessen Größe. Weil nur die sich darauf auswirkt, wie teuer Pushback- und Popback-Operationen sind. Also wir haben diese Folge von Zuständen und die dazugehörigen Operationen. Und jetzt kann man Mittel, man kann die tatsächlichen Kosten aufsummieren, Summe i gleich 1 bis n, Zeit von der ithen Operation angewendet auf den i minus ersten Zustand, auf den i minus ersten Zustand. So, das ist das, was ich wirklich habe. Und das ist das, was ich mir mit meinen amortisierten Kosten zusammen definiert habe. Wohlgemerkt, da bin ich sehr flexibel. Ne? Ich kann da alles Mögliche behaupten. Einiges wird stimmen, einiges wird nicht stimmen. Interessieren tun die Dinger, die stimmen. Und dann insbesondere die, die halt irgendwie eine überraschende Aussage sind. Ich hätte natürlich auch sagen können, die amortisierten Kosten von Pushback und Popback sind O von N. Ja, sind da die gleichen Kosten wie die tatsächlichen Worst-Case-Kosten und das ist dann nicht so spannend und nicht überraschend. Ja? Und nützt Ihnen für weitere Analysen, ist das halt viel zu ungenau. Ja? Genau, also Sie können jetzt die amortisierten Kosten auch aufaddieren und was Sie halt zeigen müssen, ist, dass das im Wesentlichen das Gleiche ist. Beziehungsweise Sie brauchen eine kleine Verallgemeinerung, ist, dass es da so einen additiven Offset noch geben darf, den man braucht, um irgendwie so Anfangs-Overheads oder sowas zu bezahlen. Ja? Also Sie haben hier tatsächliche Kosten, hier amortisierte Kosten, wo Sie sehr flexibel sind. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch sowas machen und sagen, ein Popback kostet gar nichts. Und wenn ich dann die Kosten fürs Pushback geeignet definiere, kann ich das dann beweisen. Ja? Haben. Und ich kann das so definieren, dass die dann für alles bezahlen. Das ist in dem Fall jetzt nicht so intuitiv und bringt auch wahrscheinlich für die Anwendung nichts, könnte aber in anderen Fällen die Analyse eines komplexeren Algorithmus drumherum vereinfachen. Ja? Also die Definition, die Sie wählen für die amortisierten Kosten, kann von vielen Dingen abhängen. Gibt es dazu Fragen?
Also im Endeffekt haben wir hier ein Konzept vor uns, das vielleicht ein etwas hässlicher Formalismus ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für die praktische Anwendung gerade eine Vereinfachung. Ja? Oft ist es so, dass es ganz einfache Datenstrukturen gibt, mit sehr guten Leistungsgarantien, wenn man bereit ist, eine amortisierte Analyse zu machen. Während wenn man darauf besteht, echte Worst-Case-Laufzeiten zu haben, braucht man plötzlich viel kompliziertere Datenstrukturen. Also Sie dürfen sich hier nicht täuschen lassen, das hier ist keine Verkomplizierung der Angelegenheit, sondern eine Vereinfachung. Weil diese etwas sperrige Definition ist gar nichts im Vergleich zu der Sperrigkeit einiger Implementierungen, die man braucht, wenn man das nicht machen will. Ja? Also sollten Sie sich durchaus darauf einlassen, gerade wenn Sie eher an einfachen Algorithmen und Datenstrukturen interessiert sind. So, vielleicht noch mal ein paar allgemeine Aussagen dazu. Wie gesagt, konkrete Beispiele gibt es dann im Laufe der Vorlesung noch. Wie gesagt, das Ganze ist leichter zu garantieren. Die Rechtfertigung ist meistens die, dass man sagt, wir haben einen Algorithmus, der hat eine bestimmte Gesamtlaufzeit. Und wie die sich aufteilt auf die Einzeloperationen, interessiert niemanden. Und solange diese globale Aussage, die ich da gemacht habe, stimmt, dass einen nur die Gesamtlaufzeit interessiert, ist so eine amortisierte Analyse etwas ganz Natürliches eigentlich. Wenn man näher hinschaut, stimmt es leider nicht immer, dass das niemanden interessiert. Ja? Das heißt, manchmal möchte man das wirklich vermeiden. Und da gibt es tatsächlich auch allgemeine Techniken, die man Deamortisierung nennt, die das oft ermöglichen, aus einer amortisierten Datenstruktur, also aus einer Datenstruktur mit amortisierten Laufzeitgarantien eine zu machen mit Worst-Case-Garantien. Anwendungen, die mir insbesondere einfallen, sind Echtzeitsysteme. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Autopiloten in einem Flugzeug und das muss halt irgendwie per irgendeiner Datenstruktur Zugriffe machen, die entscheiden, gebe ich jetzt mehr oder weniger Gas. Und die Spezifikation sagt halt, das muss in einer Millisekunde passiert sein, sonst könnte es sein, dass der Regler nicht mehr stabil ist, mit dem ich irgendwas mache und sich irgendwas aufschaukelt. Oder es könnte sein, dass irgendwas überhitzt und das Triebwerk explodiert oder hast du nicht gesehen. Dann müssen Sie diese Garantien einhalten. Und zwar nicht meistens oder summiert über alles Mögliche, sondern immer. Und dann können Sie offensichtlich keine solcher amortisierten Datenstrukturen verwenden. Ja? Anderes Beispiel ist Parallelverarbeitung. Stellen Sie sich vor, die unabhängig voneinander rechnen oder immer bestimmte unabhängige Rechnungen durchführen, aber gelegentlich müssen die sich synchronisieren. Das heißt, die müssen ihre Teilergebnisse zum Beispiel zusammenzählen oder solche Dinge tun oder irgendeine Bedingung überprüfen, ob man jetzt fertig ist. Also die machen irgendwie Fortschritte in der Berechnung und dann gibt es irgendeinen globalen Synchronisationsdings. Dann rechnen sie wieder globale Synchronisation. Ja? Und stellen Sie sich vor, in diesen lokalen Berechnungen verwenden Sie eine amortisierte, also eine Datenstruktur mit amortisierten Laufzeitgarantien. Dann kann man sehr leicht Fälle konstruieren, wo immer einer der Prozessoren gerade eine langsame Operation aufruft und alle anderen müssen darauf warten. Aber diese Wartezeiten haben Sie in Ihrer amortisierten Analyse nicht berücksichtigt. Und das führt dann dazu, dass die Laufzeiten viel größer sind, als Sie bei einer naiven Verwendung der amortisierten Analyse das erreichen können. Deshalb muss man bei Parallelverarbeitung darauf achten, eben entweder solche amortisierten Datenstrukturen zu vermeiden, beziehungsweise die an Stellen zu verwenden, wo so lange unabhängig gerechnet wird, dass man dann über diesen langen Zeitraum summiert und da zeigen kann, dass da die richtigen Schranken gelten. Oder vielleicht dafür sorgen, dass Sie die teuren Operationen auch synchronisieren. Sie dann sagen, okay, wenn es schon mal lange dauert, dann sorge ich dafür, dass das überall lange dauert.
und dann in den folgenden Berechnungsphasen alles wieder schnell sind. Da muss man dann also ein bisschen vorsichtiger sein. Hat jemand eine Idee, wie man unbeschränkte Felder deamortisieren könnte? Ich versuche Ihnen das mal zu skizzieren. Vielleicht kann man das auch in der Übung noch ein bisschen vertiefen. Wir erinnern uns, wie das Pushback passiert ist. Ne? Also dieses Feld läuft langsam voll und wenn es dann voll ist, muss ich umkopieren und neuen Platz schaffen. Was ich jetzt machen könnte, ist sozusagen in vorauseilendem Gehorsam dieses zusätzliche Array bereits vorzuhalten, wenn ich hier anfange, was aufzufüllen. Also an vielleicht davor hatte ich ja nur zwei Elemente. Ich alloziere dann bereits die nächste Vergrößerungsstufe. Und jedes Mal, wenn ich ein Pushback mache, kopiere ich ein paar Elemente von meinem aktuellen Array rüber in das neue. Und das muss ich so regeln, dass wenn mein aktuelles Array voll ist, diese Kopieroperation bereits abgeschlossen ist. Und dann kann ich ohne größere Verzögerung direkt auf dieses neue Array umschalten. Noch ein neues Array, in dem aber dann gar nichts drinstehen muss, müssen Sie sich überlegen, ob die Speicherverwaltung in konstanter Zeit läuft. Das nehmen wir jetzt mal an. Aber das wäre so die Grundidee. Und das Gleiche können Sie dann auch mit dem Pushback machen. Dann haben Sie vielleicht, wenn Sie es sobald der, wahrscheinlich würde man sagen, sobald das Array mehr als zwei Drittel voll ist, fange ich an, in das neue Ding rüber zu kopieren und sobald es weniger als ein Drittel voll ist, fange ich an, in ein geschrumpftes Ding rüber zu kopieren. Irgendwie sowas könnte man da bauen. Ja? Also Sie machen praktisch im Hintergrund sorgen, dass der teure Fall nicht eintritt. Das ist eigentlich eine relativ allgemeine Geschichte. Also im Endeffekt, statt auf dieses Versicherungskonto zu bezahlen, das wir nur hypothetisch haben für unsere Analyse, machen Sie real. Vorteil davon ist, Sie kriegen dann echte Worst-Case-Garantien. Der Nachteil ist, Sie machen eigentlich mehr tatsächliche Operationen, als Sie brauchen in vielen Fällen. Das Ganze wird also komplizierter und langsamer in den guten Fällen. Deshalb sollte man solche Deamortisierungen nur anwenden, wenn man sie wirklich braucht. So. Noch Fragen zur amortisierten Analyse? Dann wäre jetzt der nächste Abschnitt in dem Kapitel Stapel und Schlangen. Im Endeffekt gehen wir hier jetzt weg von Algorithmik, Repräsentation von Datenstrukturen hin zur Softwaretechnik. Was sind überhaupt die Interfaces, die ich brauche? Und da stellt sich heraus, oft braucht man eben gar nicht die volle Allgemeinheit von dieser riesigen Tabelle hier mit Operationen, sondern man braucht manchmal nur ganz wenige der Operationen. Und da wollte ich die häufigsten Ihnen mal kurz vorstellen. Wahrscheinlich kennen Sie die auch schon. Das Einfachste ist vielleicht ein Stapel. Sie können immer nur an einem Ende einfügen und löschen. Dann gibt es eine First-In-First-Out-Queue oder auch Warteschlange genannt oder FIFO-Queue sagt man auch manchmal. Da wird an einem Element eingefügt und am anderen Ende wieder am einen Ende eingefügt und am anderen Element Ende gelöscht. Oder Deck, wo man an beiden Enden sowohl einfügen als auch löschen kann. Aber man macht halt keine weiteren Operationen, man macht keine Elementmanipulationen irgendwo mittendrin, es gibt nicht Konkatenierung oder Splice, vielleicht gibt es noch eine Größenoperation und einen Test, ob es leer ist oder so, aber man hat diese ganz schlanke Menge von Operationen. Ja?
Und das hat jetzt mehrere Vorteile, mit solchen Dingen tatsächlich zu arbeiten. Man hat zunächst mal ganz einfache Schnittstellen, die man schnell versteht. Die Sachen sind trotzdem bereits erstaunlich vielfältig einsetzbar. Es ist auch algorithmisch interessant, weil Sie können jetzt austauschbare, effiziente Implementierungen verwenden, die ausnutzen, dass Sie nur sehr wenig Operationen brauchen. Das heißt, Sie können eine spezialisierte Repräsentation der Datenstruktur verwenden. Sie können auch eine Algorithmenbibliothek nehmen, die vielleicht mehrere Implementierungen zur Verfügung stellt und dann ausprobieren, welche davon für Ihre konkrete Anwendung am effizientesten ist. Und das Ganze ohne besondere Fehleranfälligkeit, ja? Weil dadurch, dass Sie nur diese beschränkte Anzahl von Operationen haben, kann halt auch nicht so viel schiefgehen. Also Stapel kennen Sie sicherlich. Hier ist mal nochmal ein Beispiel. Ich habe das jetzt mal Zugriff von oben gemalt, weil in unserer Standardfolgenrepräsentation gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. Wir könnten nur am Anfang einfügen und löschen oder nur am Ende. Und ein Stapel, im Deutschen sagt man zum Teil auch Keller, kann man vielleicht am ehesten so verstehen, dass man eine vertikale Anordnung der Elemente hat, ne? Und man kann nur oben einfügen und löschen. Und dann ist relativ klar, dass es oben und nicht unten sein soll. Ja, hier Beispiel, wir haben einen Stapel mit dem Inhalt A, B, C, D. Pop gibt das A zurück und produziert diesen kleineren Stapel. Und jetzt ist das ein schönes Beispiel, sich mal anzugucken von den Datenstrukturen, die wir kennengelernt haben. Welche sind dafür geeignet, Stapel zu implementieren? Nicht so überraschend, eine ganze Menge, weil wir halt nur wenige Operationen unterstützen müssen. Also doppelt verkettete Listen, das funktioniert natürlich, aber das würde man in der Praxis wohl nicht machen. Das ist ein Overkill, diese doppelte Verkettung immer mitzuführen. Ja? Einfach verkettete Listen sind schon mal eine ziemlich gute Implementierung. Man kann die dann sogar weiter vereinfachen. Wir hatten ja gesagt, man braucht vielleicht einen Zeiger auch auf das letzte Element. Das braucht man nicht. Auch dieses Dummy-Element, weil die paar Sonderfallbehandlungen, die man einspart zur Unterstützung von zwei Operationen, sind vielleicht wirklich nicht so lohnend. Wenn man sie überhaupt braucht. Ja? Trotzdem sind einfach verkettete Listen immer noch nicht so super effizient, weil sie je nachdem, in welcher Reihenfolge da Elemente eingefügt und gelöscht werden, zu Cache-Falls führen können. Ja? Da wäre ein unbounded Array zum Beispiel besser, weil man eigentlich immer in einem zusammenhängenden Speicher durchführt. Das ist also ziemlich cache-effizient. Allerdings haben wir halt nur amortisiert konstante Laufzeit, wenn man ab und zu realozieren muss. Also wir sehen schon, aus unserem Repertoire, das wir jetzt haben, sind die beiden Implementierungen durchaus satisfaktionsfähig, aber wir können jetzt keinen klaren Gewinner ausmachen. Und tatsächlich werden Sie dann, falls Sie die Vorlesung Algorithm Engineering hören, Beispiele sehen, wie man die Vorteile von Unbounded Array und Singly Linked Lists auch kombinieren kann. Ist auch nicht so schwierig. Vielleicht kommt das in der Übung nochmal dran. Ja. Gibt es noch Fragen zur Implementierung von Stapeln? Das sind beliebte Fragen für die Klausur oder die Mitsemesterklausur. Vor allem, wenn man die beliebig perturbieren kann. Welche von diesen 50 Operationen in unserer Liste kann man am besten mit der und der von den 4 oder 5 Repräsentationen machen? Wie viel Zeit brauchen die? Sind die cache-effizient? Ist das amortisiert oder Worst Case? Ja? Da kann man beliebig viele Fragen generieren und das werden wir wahrscheinlich auch tun. Deshalb machen Sie sich damit vertraut und ich hoffe, dass Sie das in der Praxis dann auch brauchen können. So, konkrete Anwendungen von Stapeln, wenn Sie Rekursion in der Programmiersprache machen, sorgt halt der Hardware-Stack dafür, dass man das richtig macht. Es gibt verschiedene Gründe, implementierten Stapeln.
Das ist dann zum Beispiel ein Beispiel, wo Sie das dann selber auch benutzen würden. So alles, was mit Klammerstrukturen und so zu tun hat oder allgemein Parser für kontextfreie Sprachen, Programmiersprachen etc., brauchen eigentlich immer Stapel, um eine systematische Verarbeitung dieser Strukturen zu ermöglichen. Und manchmal ist es sogar so, eigentlich interessiert es Sie gar nicht, wo ein Objekt jetzt eingeführt wird. Sie wollen einfach nur eine messen können und wieder eins rausholen. Aber selbst dann verwendet man oft Stapel, einfach weil das so eine ganz einfache Datenstruktur ist, wo diese Operationen dann auch sehr schnell gehen. So, das nächst komplizierte Beispiel wären halt Warteschlangen oder First-In, First-Out-Queues. Operationen könnte man hier auch NQ und DQ nennen. Und wieder ist es so, wir können uns eigentlich aussuchen, was die bedeuten in unserer Folgenrepräsentation. Also entweder wird am Anfang eingefügt und am Ende entfernt. Das ist so ein bisschen der Standard, würde ich sagen. Oder umgekehrt, man fügt am Ende ein und löscht am Anfang. Und wenn Sie wirklich nur diese Operationen NQ und DQ verwenden, ist das semantisch äquivalent. Sie kriegen das gleiche Verhalten und wie rum das dann intern repräsentiert wird, kann Ihnen egal sein. Ja? Hier wäre jetzt mal so ein Beispiel, Sie haben eine QABC, machen NQX, das wird am Anfang eingefügt, Aufruf einer DQ-Operation wird das letzte Element entfernen und zurückgeben. Gibt es Fragen zur Definition von FIFOs? Okay. Kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Wieder können wir uns anschauen, unser Repertoire, wie implementiere ich das? Doppelt verkettete Listen gehen natürlich, aber geht, wenn man das über Pushfront, Popfront implementiert. Sie können nicht am Ende löschen mit einfach verketteten Listen, aber am Anfang. Und das reicht uns ja, wenn man am Ende einfügen kann. Das ist falsch. Implementierungsmittels Pushback und Popfront. So, Pushback, Popfront. Entschuldigung. Ja, dann geht das. Diesen Endezeiger braucht man ganz unbedingt, damit das Ganze in konstanter Zeit läuft. Ja, mit einem Array kriegen Sie es irgendwie nicht so gut hin, ne? Sie können natürlich sagen, okay, am Ende löschen, das geht effizient, aber dann muss ich am Anfang einfügen, dafür müsste ich das ganze Array verschieben. Das würde zu lange dauern. Wenn Sie es umdrehen und sagen, naja, ich füge am Ende ein und muss am Anfang löschen, dann muss ich auch das ganze Array verschieben. Also scheinbar sind Arrays keine gute Implementierungsbasis für FIFOs, aber wir werden sehen, wenn man es geschickt macht, geht es doch. Und das ist jetzt dieses zyklische Array oder C-Array, hatte ich das in meiner Tabelle immer genannt, mit dem man das dann doch hinkriegt. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz vorführen. Ich mache das für den vereinfachten Fall einer beschränkten FIFO, wo Sie also die Maximalgröße am Anfang schon vorgeben, wenn Sie die Datenstruktur erzeugen. Cyclic Arrays zu implementieren, die halt bei Bedarf das Ganze wachsen lassen. Das ist analog zu den normalen Unbounded Arrays. So, die Idee ist ganz einfach. Sie nehmen Ihr Array und biegen das zu einem Kreis zusammen. Ja? Und Sie, logisch interessieren Sie sich gar nicht mehr dafür, wo das endet und wo das anfängt. Dieser Übergang ist logisch nicht zu unterscheiden von irgendeinem anderen Übergang zwischen benachbarten Zellen Ihres Arrays. Zwei Indizes, die Ihnen sagen, wo sind eigentlich die Elemente, die ich speichere, nämlich Head, das ist das erste Element, und Tail ist sozusagen das erste Nicht-Element oder der Index, der unmittelbar auf das letzte Element meiner FIFO weist.
Und es ist jetzt ausdrücklich erlaubt, dass das Array-Ende mitten zwischen diesen beiden Indizes liegt. Also ich darf nicht davon ausgehen, also die naive Implementierung wäre mit einem normalen Array, ja, dann kann ich ja tatsächlich einfügen am Ende, löschen am Anfang, ich inkrementiere einfach dieses H, dann füge ich hier ein, aus, alles wunderbar, ja, nur irgendwann wandert dieses Array immer weiter nach rechts, bis meine Arraygrenze erlaubt, bis meine Arraygrenze erreicht ist, die tatsächlich allozierte Größe, dann könnte ich zwar verdoppeln mit einem unbounded Array, aber es könnte dann passieren, dass ich für wenige Elemente irgendwann weiter nach rechts wandern würde. Und die Idee ist jetzt zu sagen, nein, das machen wir nicht. Dieses Fenster, das wandert im Kreis. Ja? Das heißt, wenn mein Tail hier bei n angelangt ist, dann wird es dann halt auf 0 gesetzt und so weiter. Eine kleine technische Sache ist, wir haben wie gesagt, wir dürfen bis zu n Elemente speichern. Unser zyklisches Array hat aber n plus 1 Speicherplätze, weil sonst können Sie nicht mehr unterscheiden zwischen einem leeren Array und einem vollen. Ja? Wäre auch eine nette kleine Übungsaufgabe, sich zu überlegen, was dann passiert. Also da verschwenden wir jetzt ein Array. Das hier ist unser zyklisches Array. Das ist intern ein ganz normales Array. Sie brauchen jetzt keine zusätzlichen Programmiersprachen-Eigenschaften. Und Sie initialisieren die beiden Indizes auf 0. Und wenn die aufeinander zeigen, dann heißt das halt, ich habe ein leeres Array. Es gibt keine gültigen Elemente. Ja? Und das können Sie mit der Funktion isEmpty auch abtesten. So, das erste Element ist auch leicht zurückzugeben, das ist gerade BH. Und natürlich braucht man hier eine Vorbedingung, das zyklische Array darf nicht leer Größe berechnen, das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, ist es aber nicht wirklich. Stellen Sie sich vor, wir hätten diesen einfachen Fall, dass t größer h ist, oder im leeren Fall größer gleich. Dann wäre die Größe, also die Anzahl Elemente, die ich tatsächlich speichere in meinem zyklischen Array, gerade t minus h, nichts anderes steht hier. Und was ich jetzt nur mache, ist, dass ich modulo n plus 1 rechne. Das Blöde ist, dass die Mathematik und Programmiersprachen sich nicht hundertprozentig einig sind, was Modulo-Berechnung bedeutet, wenn man mit negativen Zahlen arbeitet. Deshalb habe ich hier noch plus n plus 1 dazu geschrieben. Modulo n plus 1 macht das ja eigentlich keinen Unterschied. Aber ich stelle sicher, dass das hier immer eine nicht negative ganze Zahl ist. Man braucht hier nicht wirklich eine Division mit Rest durchzuführen, sondern man kann einen Test machen, ist das hier größer n plus 1, größer n, und wenn dem so ist, dann subtrahiere ich halt n plus 1. Ne? Für ein Element x, da verlange ich, dass die Größe kleiner n ist, weil ich sage, es muss ja immer ein freies Feld geben, zwar die Vereinbarung. So, und dann wird einfach x in bt gespeichert und t wird inkrementiert. Popfront ist genauso einfach. Ich verlange, dass das Ding nicht leer ist, weil aus einer leeren FIFO kann ich ja natürlich nichts entnehmen. Und ansonsten wird einfach h inkrementiert. Ja? Ich habe hier Popfront so definiert, dass es nichts zurückgibt. Weil das kann ich ja durch das First machen. Natürlich könnten Sie das jetzt so machen, dass es eine Funktion ist und da muss man bh sagen zu dieser Implementierung von FIFOs. Ja. Ja, wozu werden Warteschlangen gebraucht? In sehr vielen Anwendungen, insbesondere in
der Software, wenn Sie mehrere Softwarekomponenten haben, die Daten austauschen und die vielleicht unabhängig voneinander arbeiten, dann haben Sie dazwischen so einen Datenpuffer, wo Sie Daten reinschreiben können. Und die werden dann, damit die Reihenfolge getreu verarbeitet werden, brauchen Sie dann eine FIFO-Queue dazwischen. Etwas abstrakter, wenn Sie irgendwie Aufgaben haben, die zu bearbeiten sind, dann werden die oft in einer FIFO-Queue gespeichert. Das hat zum Beispiel Fairnessgründe. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Job-Queue und die wird als Stapel verarbeitet. Ich muss zugeben, dass meine To-Do-Liste in der E-Mail manchmal so verarbeitet wird. Ja? Dann werden halt E-Mails als To-Do markiert und man sieht aber leider immer nur die letzten und bearbeitet dann die und irgendwann kommt dann leider manchmal ein Timeout. Sie haben doch versprochen, mir das und das zu schicken vor 4 Wochen und dann tut mir leid. Ja? Es gibt einen guten Grund, da FIFO zu machen und ich versuche auch immer einmal in der Woche dann mal von vorne durchzugucken, aber gelingt nicht immer. Konkrete Anwendung, die wir in der Vorlesung noch sehen werden, ist Breitensuche in Graphen. Das werde ich jetzt nicht näher erklären, kommt halt in der zweiten Vorlesungshälfte. Gibt es Fragen zu Anwendungen von Warteschlangen? Hat jemand noch weitere Beispiele, die er uns mitteilen könnte? Warteschlangen. Weitere Verallgemeinerungen sind Double-Ended Queues. Schreibt man auch manchmal abkürzend DEQ, also D-E-Q-U-E, spricht das aber DEQ aus und nicht DQ oder irgendwie sowas. Die lassen sich mit doppelt verketteten Listen problemlos implementieren, mit Singly-Linked-Listen in ihrer vollen Allgemeinheit nicht. Allerdings gibt es, wie gesagt, 3 Operationen, die ich mit Singly-Linked-Lists unterstützen kann. Push-Front, Pop-Front und Push-Back. Und es gibt dann Anwendungen von Double-Ended-Queues, wo das schon reicht. Unbounded Array geht so nicht, aber so ein zyklisches Array funktioniert wieder gut. Und das wäre jetzt auch eine schöne Übungsaufgabe, sich mal anzugucken, wie man denn jetzt diesen Pseudocode für die FIFO erweitert, sodass er die DEQ-Operationen komplett unterstützt. Anwendungen sind viel seltener als für Stapel und FIFOs. Oft werden auch nur 3 der 4 Operationen benötigt. Ich habe dann mal ein bisschen gebraust. Was ab und zu genannt wird, sind Lastbalancierer, aber das ist dann schon wieder Parallelverarbeitung. Und da muss ich mir dann noch weitere Dinge überlegen, zum Beispiel, was passiert, wenn jetzt mehrere Threads gleichzeitig auf so eine Datenstruktur zugreifen. Und Undo, Redo, Operationspuffer, zum Beispiel in einem Editor oder sowas. Aber nichts davon ist jetzt so ein super überzeugendes Beispiel, was ich jetzt in Algorithmen 1 detaillierter diskutieren könnte. Wenn da jemand ein gutes Beispiel weiß, wäre ich sehr interessiert. So, das bringt uns zum Ende des Kapitels über dann ist es angemessen, mal ein bisschen zu vergleichen, die beiden Datenstrukturen. Vorteile von Listen ist, dass sie sehr flexibel sind, einen Remove ermöglichen, Splice und ähnliche Operationen, die ganze Teillisten in konstanter Zeit bearbeiten. Und es gibt keinen Speicherverschnitt. Ja? Also insbesondere, wenn ich jetzt große Objekte speichere, ist das vielleicht ein großer Vorteil, wenn diese Zeiger, die ich zusätzlich brauche, nicht ins Gewicht fallen. Ja? Und das bringt uns zu den Vorteilen von Feldern. Da habe ich beliebigen Zugriff in konstanter Zeit über Indizes. Sie sind sehr einfach, weil sie im Prinzip einfach nur sagen, hier ist ein Stück Speicher. Das ist also etwas, was tatsächlich die Maschine schon direkt unterstützt. Ich habe keinen Zeit- oder Platz-Overhead für Zeiger. Und das Durchlaufen der Folgen ist viel cache-effizienter als bei. Ja, hier ist dann nochmal unsere Tabelle, die ich schon mehrmals gezeigt habe. Und die wir jetzt vielleicht in ihrer vollen Pracht und Größe verstehen können. Allerdings weiß ich nicht, ob ich jetzt alle Zeilen und Spalten mal im Detail durchgehen sollte. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal die Spalten an.
Es gibt dann immer mal so Sternchen, wo man so Bemerkungen hat. Das ist zum Beispiel schon mal ganz interessant. Die sind dann hier. Hier sind die Operationen. Okay. Vielleicht gucken wir uns mal die einzelnen Spalten zumindest an. Doppelt verkettete Listen haben fast überall ein 1 stehen, außer beim Array-Zugriff und bei dem Find Next, das sowieso kaum keine der Operationen wirklich effizient unterstützt. Da braucht man dann stärkere Bedingungen an die Schlüssel, um schnellere Suchoperationen durchzuführen. Das werden wir aber auch noch sehen. Die Betragsoperationen können Sie im Prinzip alle. Na gut, jetzt Singly Linked Lists haben, auf den ersten Blick sind die fast genauso gut. Da ist nur das Popback teurer. Und dann habe ich aber hier das Kleingedruckte bei Remove and Insert. Die haben eine merkwürdige Semantik. Zum Beispiel Remove After ist leider in den meisten Anwendungen nicht das, was ich brauchen kann. Und die Anwendung sagt dann, ich will dieses Objekt jetzt löschen. Aber ich habe keine Ahnung, was in dieser blöden Liste der Vorgänger ist. Folglich nützt mir diese 1 hier relativ wenig in vielen Anwendungen. Insofern ist das doch schon ein signifikanter Nachteil. Unbounded Arrays sind natürlich hier beim Einfügen und Löschen langsam. Dafür gibt es hier auch Kleingedrucktes, das positiv ist, ne? Das Ganze ist cache-effizient, zum Beispiel bei dieser Find-Next-Operation, aber auch bei vielen anderen Anwendungen, die im Prinzip durch so eine Folge durchscannen. Was kann man jetzt noch haben? Ja, die zyklischen Arrays haben halt den Vorteil, dass sie hier diese ganze Batterie von Zugriffen am Anfang und allerdings nur amortisiert. Was kann man sich noch anschauen? Hier habe ich diese Operationen auf viele Objekte. Da sind halt die verketteten Listen groß im Vorteil. Genau, Gruppen von Operationen. Also hier Anfang-Ende-Zugriff, elementweise Veränderungsoperationen und hier Operationen, die mit vielen Elementen gleichzeitig arbeiten. Und da sieht man halt jeweils Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen. Gibt es Fragen zu dieser Tabelle noch? Also die dieser Datenstrukturen sofort sagen können, diese Operation mit der Implementierung so und so schnell. Und das hilft Ihnen halt auch, wenn Sie diese ganz grundlegenden Datenstrukturen später in Anwendungen einsetzen sollen und halt auswählen sollen, wie repräsentiere ich denn meine Datenstruktur. Gibt es insofern Fragen hierzu? Okay. Jetzt haben wir noch ein paar Experimente gemacht, die zeigen, dass, wenn ich hier über konstante Faktoren im Laufzeitunterschieden rede, diese Konstanten durchaus mal sehr groß werden können. Ein Beispiel, das wir uns hier angeschaut haben, ist verkettete Listen und Felder und dann einmal in C++ implementiert, einmal in Java implementiert, also auch im Programmiersprachenvergleich. Aber auch die Anordnung im Speicher modifiziert. Jetzt gucken wir uns erstmal C++ an, ja? Das Schnellste ist, ein Array, also iterieren, damit meine ich, wir haben so eine Folge repräsentiert, auf wie sie halt repräsentiert ist, und wir lesen die von Anfang bis Ende durch. Zum Beispiel stehen da Zahlen drin und die werden aufaddiert oder sowas. Ja? Da haben wir dann gemessen Laufzeiten im Bereich 2 Nanosekunden oder sowas pro Element. Das geht leicht hoch, wenn die Folgen länger werden, weil das Ganze ein bisschen weniger cache-effizient wird. Zum Teil möglicherweise auch, weil selbst Speicherzugriff heutzutage keine wirkliche Konstante Speicherverwaltung, je größer die Datenstruktur ist, immer teurere Operationen hat, wenn zum Beispiel die Übersetzung
virtuelle in physikalische Adressen wird dann immer teurer mit größeren Datenstrukturen. Das sieht man hier so ein bisschen, aber es ist halt super schnell. Die langsamste Implementierung ist interessanterweise auch in C++, das habe ich nicht verstanden, warum Java da schneller ist. Die ist nicht in 2 Nanosekunden, sondern sowas wie 0,1 Mikrosekunden. Ja, das ist sowas wie 80 Nanosekunden, also ein Faktor 40 langsamer. Wenn das Ganze eine verkettete Liste ist und die ich aber dafür gesorgt habe, dass die Items zufällig verteilt im Speicher stehen. Das kann man erzwingen auf verschiedene Arten und Weisen und das ist sozusagen so ein bisschen der Worst Case. Und es gibt wohl auch Anwendungen, wo man gut argumentieren kann, dass das dann passiert. Wenn Sie zum Beispiel eine verkettete Liste haben mit zufälligen Zahlen als Eintrag und dann sortieren Sie die, dann kriegen Sie so eine Repräsentation. Ich glaube, so haben wir das sogar implementiert. Java ist da spannenderweise ein bisschen schneller, allerdings ist ansonsten Java immer deutlich langsamer. Also hier soll ich so ein Feld iterieren, dauert immerhin statt 2 Nanosekunden hier 3, 4, 5, 6 Nanosekunden oder so, 2, 3 Mal langsamer. Ich sage jetzt nicht, dass das auch bei Ihrer Implementierung ist, das hängt von vielen Dingen ab. Wie gut ist der Just-in-Time-Compiler? Was repräsentieren Sie da konkret? Sind das atomare, eingebaute Datentypen oder komplexe Datentypen? Aber wir sehen, es kann Laufzeitunterschiede geben. Ja? Gibt es dazu noch Fragen? Okay. Einfügen. Da ist es jetzt, wie erwartet, umgekehrt. Sie haben bei Feldern sehr hohe Zeiten, weil Sie da viel verschieben müssen, während die Listen ziemlich schnell sind. So, dann vielleicht nochmal ein Ausblick. Wir werden weitere Repräsentationen von Folgen oder Mengen von Frage da oben. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, dass ich es nicht mehr so genau weiß, aber iteriert wird hier eigentlich nicht. Ich nehme mal an, dass man hier davon ausgeht, dass man die Position in der Liste schon kennt. Weil wenn Sie dann in der Liste tatsächlich die Position erst suchen müssen, dauert das wahrscheinlich länger, als das ganze Array zu verschieben. Ja, also Sie haben, und es gibt solche Anwendungen, wo man sich diese Zeiger sozusagen merkt und die dann sozusagen umsonst kriegt. Und das simulieren wir hier. Okay. Genau, also wir werden weitere solche Sachen kennenlernen, werden noch heute mit Hash-Tabellen anfangen. Da hat man dann sehr schnelles Einfügen, Löschen und Suchen, also insbesondere Suchen in konstanter Zeit, amortisiert im Mittel, im Gegensatz zu linearer Zeit, wie wir das bisher hatten. Prioritätslisten sind relativ spezialisiert, schnelles Einfügen und Entfernen des Minimums braucht man aber in erstaunlich vielen Fällen. Und was viel Allgemeineres, Suchbäume als Implementierung für sortierte Folgen, wo man einfügen, löschen, suchen, Bereichsanfragen, also gibt mir alle Elemente, deren Schlüssel in einem bestimmten Intervall liegen und so weiter unterstützen kann. Und das wird dann Kapitel 7 sein. So, das schließt jetzt tatsächlich unser Kapitel über Listen und Arrays ab. Gibt es noch Fragen dazu? Dann fangen wir jetzt mit dem nächsten Kapitel an. Hashing auf Englisch. Und jetzt ist das eines der Wörter, wo es mir sehr schwer fiel, eine deutsche Übersetzung zu machen. Ist aber überhaupt nicht gebräuchlich, deshalb verwende ich das nicht. Wortherkunft. Das hier ist ein
Wurstgerät oder wie nennt man das? Damit kann man etwas verwursten, durchdrehen. Fleischwolf, genau. Und das englische Wort to hash wird auch verwendet, so durch den Wolf drehen, heißt das. Aber was vielleicht noch besser passt, ist so Schreddern. Ne? Also es gibt so Geräte, verschiedene kleine Schnipsel. To hash heißt auch völlig durcheinander bringen. Und wir werden zeigen, dass Dinge völlig durcheinander bringen uns helfen kann, sie wiederzufinden. Das ist etwas, was Sechsjährige... Ist doch toll, wenn alles auf dem Boden verteilt ist, dann finde ich es viel besser, als wenn ich erst Schubladen durchsuchen muss. Und das ist im Prinzip auch die Idee hier hinter. Der Sechsjährige hat recht. Nur, dass die Mutter vielleicht auch mal staubsaugen will, das ist eine Operation, die hier nicht vorgesehen ist. Okay, und ich werde jetzt vorführen, wie man dieses Prinzip Ordnung durch Chaos tatsächlich in Datenstrukturen umsetzt. Also, formal verwalten wir eine Menge von Objekten, das ist Teilmenge irgendeiner Grundmenge, also hier so eine Klasse Element. Ne? Es gibt auf Elemente die Operation Key, die mir den Schlüssel liefert. Und ich nehme jetzt mal an, dass die für Elemente in dieser Menge eindeutig ist. Also wohlgemerkt, es kann mehrere Elemente mit gleichem Schlüssel geben, aber ich speichere immer höchstens eins davon in meiner Menge. Es gibt Varianten dieser Datenstruktur für Multimengenrepräsentationen, wo dann unter einem Schlüssel auch mehrere Elemente gespeichert werden können. Das betrachten wir hier nicht. Lässt sich aber leicht erweitern, die Datenstrukturen, die wir hier vorstellen. Ja? Und was wir unterstützen, sind sogenannte Wörterbuchoperationen oder Dictionary im Englischen. Und das sind im Wesentlichen drei Stück. Einfügen eines Elements, also wenn ich vorher die Menge M hatte, dann habe ich danach die Menge M vereinigt der einelementigen Menge E. Remove, ich lösche das Element mit dem Schlüssel K. Es ist erlaubt, dass so ein Element gar nicht drin ist, dann passiert gar nichts und es wird mir aber auch möglicherweise gesagt. Ist aber nicht so wichtig, weil es gibt auch eine Operation Find. Der übergebe ich einen Schlüssel und die sagt mir, ist das Element drin? Und wenn ja, welches Element ist es denn? Wohlgemerkt, man muss da unterscheiden. Meistens ist die Anwendung so, ich habe nicht nur einen Schlüssel, sondern zusätzliche assoziierte Informationen. Ja? Zum Beispiel könnte das irgendwie ein Eintrag sein, der Schlüssel ist ein Name und dann habe ich assoziierte Informationen, Matrikelnummer, wie viel ist auf der Mensa-Karte gespeichert, solche Sachen. Typische Datenbankanwendung könnte man zum Beispiel haben. Ich nehme hier an, dass es so ein Undefined-Element gibt. Da kam letztens eine Frage, brauche ich das jetzt wirklich? In dem Fall nehme ich an, das ist tatsächlich ein spezieller Wert, ja? Also das Find liefert mir entweder das zurück, wenn es nicht drin ist, oder ein konkretes Element und das muss ich irgendwie unterscheiden können. Aber natürlich könnte man auch ein Interface definieren, wo man neben dem Find irgendwie eine Operation hat, ist es drin? Oder wo das Find zwei Ergebnisse hat, nämlich das Element und ein Flag, das sagt, ist es drin. Aber für unsere Zwecke reicht es anzunehmen, dass es so ein Undefined-Objekt gibt. Also ein undefined Element, ja. So, wichtiges anderes Interface dafür ist eine Abbildung von Schlüsseln auf Elemente. Und das kann man in der Programmiersprache dann zum Teil mit so einer Array-Notation schreiben. Man sagt dann m eckige Klammer k ist das gleiche wie m.find k. Das Ganze finden Sie insbesondere in Skriptprogrammiersprachen wie Perl oder sowas, die dann oft sagen, ich tue mir das gar nicht erst an, so eine beschränkte Datenstruktur wie ein normales Array zu definieren, das ich nur mit konsekutiven ganzen Zahlen indizieren kann. Ich sage, ich kann Arrays mit beliebigen Dingen indizieren. Das sind dann sogenannte assoziative Arrays.
dann könnte in so einer Skriptsprache zum Beispiel sowas stehen, irgendwie gib Studentennamen ein und dann sagt man Teilnehmerliste, eckiger Klammer, Name und dann kriege ich alle Informationen, die wir zu Ihnen brauchen, zum Beispiel Matrikelnummer, wie viele Punkte haben Sie in der Übung und so weiter. Ja? Ist also dann recht mächtig. An dieser Stelle eine Konvention für solche Elementklassen, die wir in mehreren Kapiteln brauchen. Es gibt eine ganze Menge Datenstrukturen zur Verwaltung von Mengen. Die heißen im Englischen auch Collection Classes. Da haben wir immer solche Schlüsselfunktionen. Und wir werden hier ganz oft Elemente vergleichen auf kleiner, größer oder gleich. Und was wir damit meinen, ist jeweils, dass wir die Schlüssel vergleichen. Das bringt uns zum Teil Vorteile in der Notation, dass wir nicht ganz oft diese Schlüssel, dieses Key damit hinschreiben müssen. Programmiersprachentechnisch in C++ könnten Sie das zum Beispiel durch Überladen dieser Vergleichsoperationen erreichen. Genau, also wir haben definiert, was Hash-Tabellen sind. Anwendungen. Ich habe immer ganz gerne Beispiele, die nichts mit Computern zu tun haben, die man auch mit Bleistift und Papier macht. Tatsächlich liefert die Universitätsbibliothek Karlsruhe dafür ein schönes Beispiel. Wenn Sie da ein Buch bestellen, wer hat schon mal ein Buch in der Universitätsbibliothek bestellt, und zwar so ein richtiges aus Papier? Die wenigsten, ne? Das braucht man inzwischen relativ selten. Wenn es Bibliothek ist und ausleihbar, dann wird Ihnen das ja ausgeliefert in so Regalen. Und wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ist das so auf Ihrem Bibliotheksausweis die letzte Ziffer oder die letzten zwei Ziffern oder so, sagen, in welchem Regal das Buch liegt. Und das ist ganz klare Anwendung von Hashing mit einer nicht super robusten Hash-Funktion, die aber in der Praxis funktioniert. Ja? Man kann dann so Sachen machen wie Duplikatelimination, wäre ein standard einfaches Beispiel für Anwendung. Wenn Sie ein Computerschachprogramm haben oder andere Suchprogramme für so strategische Spiele, dann haben Sie normalerweise eine große Hash-Tabelle, in der die Stellungen abgespeichert werden, die bereits durchsucht wurden, zusammen mit ihrer Bewertung. Compiler brauchen Symboltabellen, diese Skriptsprachen habe ich schon erwähnt. Datenbankvorlesungen haben die meisten von Ihnen wahrscheinlich noch nicht gehört. Da gibt es eine Operation namens Join, wo ich zwei Datenbanktabellen sozusagen zusammenfüge und zueinander passende Einträge finde. Das macht man normalerweise, indem man die kleinere dieser Tabellen in eine Hash-Tabelle einfügt und dann muss man durch die große nur noch durchlaufen und jedes Mal einen Feind in der Hash-Tabelle aufrufen. Eine der wichtigsten und teuersten Operationen in Datenbanken. Ohne Hash-Tabellen wäre es noch deutlich langsamer in vielen Fällen. Wir haben zum Beispiel Runenplaner gebaut, bei denen wir dann aus verschiedenen Gründen Teilmengen von Knoten in einem Graphen repräsentieren müssen. Und da ist es eine ganz gute Idee, eine Hash-Tabelle für zu verwenden. Und viele, viele Sachen mehr. Also Hash-Tabellen sind wirklich sehr breit einsetzbar. So, ich werde zunächst mal die Grundidee erklären, ganz abstrakt. Dann eine konkrete Implementierung mit Hilfe von einer Kombination von Arrays und verketteten Listen angeben. Die werde ich dann auch rigoros analysieren. Und da lernen Sie dann auch allgemein etwas darüber, wie man mit Hash-Funktionen mathematisch umgeht. Und dann gebe ich noch eine weitere Implementierung, die nur mit Arrays arbeitet und in der Praxis oft Vorteile bietet, die allerdings nicht ganz so einfach zu analysieren wäre. Und wir werden die auch nicht analysieren. So, erstmal die Grundidee. Im Mittelpunkt steht eine sogenannte Hash-Funktion H. Die bildet Elemente von M auf eine Tabelle T ab. Ja?
mit M-Einträgen. M ist jetzt so ein Tuning-Parameter für meine Implementierung. Wird indiziert von 0 bis M minus 1. Was ich gerne hätte, wäre, dass diese Funktion H injektiv ist. Das heißt, jedes Element von Groß M wird auf einen anderen Eintrag der Tabelle abgebildet. Wenn ich so eine Funktion, das nennt man dann eine perfekte Hash-Funktion. Wenn ich so eine Hash-Funktion habe, dann ist das Find ganz einfach. Ne? Angenommen, ich habe mein Element E, ich greife den Schlüssel zu, stecke das in meine Hash-Funktion rein und ich vereinbare einfach an der Stelle in T, die die Hash-Funktion mir sagt, speichere ich das Element. Ja? Also unser Sechsjähriger weiß, sein Spielzeugbagger steht immer an der und der, in der und der Ecke vom Zimmer. Das hat er sich alles verinnerlicht, also muss er nur gucken, ist der auch wirklich da oder hat den die Mama wieder aufgebaut? Entschuldigung. Einfügen ist dann auch einfach oder verändern. Sie müssen halt nur auf diese Stelle zugreifen, das da reinschreiben. Wenn Sie dann diese Hash-Funktion in konstanter Zeit auswerten können, läuft alles in konstanter Zeit. Leider funktioniert das nicht. Es ist im Allgemeinen schwierig, perfekte Hash-Funktionen zu finden. Und man hat sehr oft Kollisionen. Das heißt, verschiedene Elemente von M werden auf den gleichen Eintrag der Tabelle abgebildet. Es gibt dafür ein Beispiel, das auch nicht direkt was mit Computern zu tun hat und eher so in der Unterhaltungsmathematik angesiedelt ist, das aber sehr viel mit Hash-Funktionen zu tun hat. Nehmen wir mal an, wir würden unsere Funktion h zufällig wählen. Dann könnte man meinen, sich fragen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass es zwei Schlüssel gibt, die auf die gleiche Stelle abgebildet werden. Wenn unsere Tabelle jetzt zufällig 365 Einträge hat, ist das sowas Ähnliches wie die Geburtstage der Teilnehmer sich anzugucken. An welchem Datum ist wer geboren? Und da machen wir jetzt die vereinfachende Annahme, dass Geburtstage gleich verteilt sind. Das stimmt nicht ganz. Man hört zum Beispiel, dass irgendwie 9 Monate nach einem großen Stromausfall plötzlich mehr Geburten da sind und sowas. Aber das ist schon eine ganz gute Näherung, sage ich mal. Und damit kann man Leute schön reinlegen. Also die typische Form dieses Geburtstagsparadox sieht so aus, man ist auf irgendeiner Party und da ist eine bestimmte Anzahl Teilnehmer und dann stellt sich jemand hin und wetten, es gibt zwei Leute hier, die das am gleichen Datum Geburtstag haben. Und seine Wette zu gewinnen. Wer kennt das Geburtstagsparadoxon? In welcher Vorlesung wurde es schon gemacht? In keiner, aber viele kennen es trotzdem, weil das so populär ist. Gut. Ja, die Antwort lautet, glaube ich, ab 23 Teilnehmern lohnt sich das schon. Wir werden das, so eine Berechnung dazu dann in der nächsten Vorlesung vermutlich auch durchführen. Also man braucht erstaunlich viel Platz, damit eine zufällige Funktion eine gute Chance hat, eine perfekte Hash-Funktion zu sein. Und das ist in der Praxis nicht so sinnvoll. Wir machen jetzt eher die implementierungstechnische Lösung. Wir sagen, na gut, Kollisionen werden toleriert. Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir trotzdem unsere Wörterbuchdatenstruktur korrekt implementieren. Und dafür brauchen wir eine Kollisionsauflösungsstrategie. Beispiel geschlossenes Hashing, wobei ich jetzt ein bisschen aufpassen muss, da hat sich wohl herausgestellt, in der Literatur total missverständlich benutzt wird und ich glaube, den Begriff sollte ich einfach komplett vermeiden. Was wir machen wollen, ist, wir sagen einfach, unsere Tabelle hat M Einträge, aber die speichert nicht einzelne Elemente, sondern Folgen von Elementen.
Ja? Und dann hätten wir zum Beispiel in dem Fall hier, das Element wird dahin abgebildet, das dahin und die beiden halt hierhin und dann habe ich da eine Folge mit zwei Einträgen. Und jetzt muss ich halt in meiner Implementierung dafür sorgen, dass ich damit korrekt umgehe. So, wie mache ich das? Konkrete Implementierung könnte eine einfach verkettete Liste sein, und zwar ohne so ein Dummy-Element, weil das sind sehr kurze Listen. Die mittlere Listenlänge liegt unter 1 normalerweise. Also viele Listen sind einfach leer. Die meisten haben hoffentlich Länge 1 und einige sind halt ein bisschen länger. Das ist so der Arbeitspunkt, wo diese Datenstruktur am besten funktioniert. Ja, wie füge ich ein? Ich werte H von E aus, oder genauer gesagt H von Key von E, ne? Und füge das Element am Anfang dieser Liste ein, die in T von H von E steht. Ja? Das geht offensichtlich in konstanter Zeit. Remove, ich durchlaufe die Liste, die an der Stelle H von K steht. K ist jetzt ein Schlüssel. Und ja, wenn ich das finde, gebe ich es zurück und lösche es. Wohlgemerkt, löschen aus einer einfach verketteten Liste, wenn ich von Anfang an durchlaufe, kann ich sehr wohl, weil ich kann mir dann ja den Vorgänger immer merken und dann passt das auch. Ja? Find funktioniert so ähnlich, ich durchlaufe wieder diese Liste T von H von K und gucke halt, finde ich so ein Element irgendwo? Wenn ja, gebe ich das zurück. Und sonst gebe ich dieses Bottom-Ding zurück. So, gibt es dazu Fragen? Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Ich habe hier die Synonyme im Englischen von to hash. Also to X heißt mit der Axt zerhauen, to dice, to cube, fell, chop, clip und lob. Strange, die nimmt den letzten Buchstaben, aber lässt sich jetzt von Hand leicht evaluieren. Ne? Also hier unter E letzter Buchstabe und dann A ist 0 und Z ist 25. Also unter alle mit Endbuchstaben E, X, Dice, Cube sind in einer Liste. Hash ist halt in der Liste für H, Hack, Liste für K, Fell für L und es gibt drei, die auf P enden. Und wenn ich jetzt Slash einfüge, dann habe ich plötzlich zwei Einträge hier. Ja? Und wohlgemerkt, ich habe es am Anfang eingefügt, bei einer einfach verketteten Liste ist das sozusagen die schnellste Art, etwas einzufügen. Und wenn ich jetzt Clip entfernen will, dann werte ich ja die Hash-Funktion aus, finde diese Liste, laufe da durch, schmeiße das raus und dann bleibt halt hier nur noch Chop und Lob stehen. Fragen dazu? Ja, Laufzeit davon. Insert ist klar, konstante Zeit. Jetzt mache ich einen Dirty Trick. Das Remove, ja, das kann ich sagen. Das ist O von der Listenlänge, die ich da sehe. Das gleiche gilt für Find. Nur, wie groß ist die Listenlänge? Da muss ich offensichtlich ein bisschen Mathematik betreiben. Schlechteste Fall, wenn alles kollidiert, wäre O von M. Dann habe ich eigentlich nichts gewonnen. Dann hätte ich von vornherein das Ganze in einer einfach verketteten Liste speichern können und könnte mir diese Tabelle sparen. Aber wir werden beim nächsten Mal sehen, dass man tatsächlich in einem beweisbaren Sinne damit Zeit spart, wenn man probabilistische Effekte mit einbezieht. Es wird also besser, wenn wir genug Chaos anrichten. Das werden wir beim nächsten Mal beweisen mathematisch.